und tschüss. Meine Frau, meine geliebte Frau, jetzt ist nicht die Zeit für Gespräche. Gebt mir einen Tag Zeit, um Ihre Angelegenheiten zu ordnen. Bitte lasst mich... Okay, ich warte mal hier in dieser Geheimkammer. Wow. Bitte geh. Ach so. Ah, Mann. Ist ja langweilig. Oh, jetzt kann ich auf 24 Stunden warten. Nur am Rumnerven, die Leute. Unglaublich. Ich meine, ich will doch nur in dieser geheimen Kammer bleiben. Und dann auf ewig da drin versauern, dass das Ganze jetzt so aussieht. Ja, wir vergewaltigen jetzt zum 100. Mal die Leiche mit unserem Scheißschwert. Bam, 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 bam. Da würde ich mir extra ein Uncut-Patch runterladen, damit ich diesen übelst Was zur Hölle? Ach so, es ist Tag geworden und... Oder? Hä? Nein, nie im Leben. Ja gut, dann warten wir mal hier drin 24 Stunden in der Hoffnung, dass wir dann nicht aufwachen und auf einmal... Keine Ahnung, ins Nichts fallen. Was weiß ich, was das gerade war. Dam 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 dam. Und yippee, wir haben es überstanden. Geil, nicht dass wir wieder irgendwie in den Boden reinbacken und dann qualhaft oder qualvoll krepieren. Ich würde mal ganz stark behaupten, wir müssen hier nach oben. Oh, hallo. Oh, hallo. Ja gut, wenn er uns vorbei ist, dann können wir nochmal kurz einsteigen. Zum Glück habe ich einen Schlüssel. Dumm, die dumm. Nee, wurscht. Komm, steh auf. Steh auf, habe ich gesagt. Wollte schon sagen, du nicht aufstehst, ne? Also dann, ne? Dann sehe das hier ganz schön düster für mich, für dich aus, mein Freund. Na ja, gut. Hallo, was geht ab? Ja, wir müssen noch mit der alten reden, oder? Wo ist sie denn? Ja gut, wir warten einfach noch mal ein paar Stunden, dann dürfte die hier unten rumgammeln und dann müssen wir nichts wieder da reinlaufen. Da habe ich nämlich keinen Bock. Zu faul. Viel zu faul. Ah doch. Wie ist... Wartet hier. Vielleicht zu lang. Aber mal gucken. Euer Schildarm sieht stark aus. Sie verarschen? Ah. Gut, ich warte hier. Nochmal eine Stunde. Ach Gott, bitte. Komm. Ja, komm. Und wie lange soll ich jetzt bitte noch warten? Warte ich halt noch 10 Stunden. Ihr seid zu schwer belastet. Komm, mal nicht. Könnte diese Sau jetzt bitte da sein? Wieso zur Hölle bin ich zu schwer belastet? Ja. Gehe ich halt einfach raus und dann schauen wir mal. Hä? Ah.
was geht ab? Wartet hier. Okay. Machen wir mal ein Stündchen. Und es wird sich nicht bewegt haben. Ja, wunderbar. Na gut, warten wir noch mal ein paar Stunden. Latidam, latida, 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 latida. Und bitte? Ja, wow. Fühlt ihr? Fort mit dir, du. Wartet. Hey du, was hast denn alles dabei? Oh, Geld. Und ein Jadamant. Cool. Ach, ist das Leben nicht schön, Leute? Oh Gott, ich krieg's kotzen. Spiel, beeil dich doch mal, du Mistding. Ich hab's eilig. Ich hab's nicht eilig, aber ich möchte dann auch irgendwann mal diesen verdammten Quester fertig machen. Oh! Bist du wie blöd? Wartet hier. Weißt du was? Die Gräfin muss hingehen. Es ist nur noch Trauerzeit. Das Grafen muss ich. Geht es euch gut? Eure Haut. Fort mit dir, du. Ja gut. Wir müssen doch noch so ein Kanisterchen haben. Dumm, 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 dumm. Gift wieder stehen. Ah, da. Machen wir mal. Machen wir mal. Nom. Wie übel. Oh mein Gott. Wir sind kein Vampir mehr. Oh mein Gott. Endlich. Oh. Oh, mein, ich mal wieder einen Sinn. Wie lange soll ich auf diesen verfickten Grafen denn bitte warten? Warte. Kann ich bitte kotzen? Wieso kriege ich einen Back nach dem anderen reingepfeffert? Okay, ich habe den Ratssaal und warte ich halt da. Ist kein Problem. Hier durch. Habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ich rufe euch, wenn ich den dann habe. WTF? Was macht der denn hier? War es nicht dieser... Und so wie es jetzt so, das war die mies, dieser miese Wachtmann in der Kaiserstadt, der Lorong und Russland bedroht hat. Ist wohl aus dem Gefängnis entkommen. Er hat groß davon geredet, dass sie sich an mir rächen, weil ich in den Knast gebracht habe. WTF? Wir haben von ihm irgendwas erhalten. Die Wanderung. Mal schauen, was das ist. Wo ist sie denn? Ah, die Wanderung. Ah, ja, ne, oh, wie süß. Wartet. Wow, wie lange soll ich denn bitte noch warten? Ja, ich warte jetzt schon, keine Ahnung, ich glaube 3 Milliarden Stunden hier und was passiert? Überhaupt gar nichts. Oh Gott. Ich glaube, ich muss mich gleich nochmal ein bisschen schlau machen, was ich da machen könnte. Sonst sehe ich da schwarz für diesen Quest. Wartet. Ja gut, bis gleich. So Leute, ich habe jetzt noch ein bisschen nachgeguckt in ein paar Foren. Der Bug hier ist sehr bekannt. Und vergiss es. Das kann ich jetzt nicht mehr großartig ändern. Es gibt auch bisher noch keine relevanten Lösungen, was ich ziemlich schade finde.
Also wenn wir das Ganze mal ein bisschen... Wartet mal. Werden wir das Ganze mal ein bisschen anders machen, um das Ganze jetzt zu beenden. Wir werden es mit einem Cheat machen. Ja, ich werde cheaten. Weil eigentlich müsste ich mit den Quest schon abgeschlossen haben. Also machen wir das mal. Player.setStage MS 40 100 sollte zuerst dann gewesen sein. Für sein Heimat für seine Frau. So. Der Quest ist damit abgeschlossen. Das einzige, was wir dann bekommen hätten, wäre ein bisschen Geld. 500 Goldmünzen. Wow, darauf kann ich echt scheißen. Vermissten Personen. Ja, genau. Machen wir den Quest mal. Ich räume jetzt mal ein bisschen mein Quest-Inventar auf. Mal gucken. Na gut, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wo ist er denn hin? War das nichts? Warte mal. Der versucht das Schloss. Das war... Ein Groll? Sehr interessant, muss ich dazu sagen. Aber egal. Weiter geht's, meine Leute. Unglaublich, ey. Nur Bugs in diesem Spiel. Also wirklich viele Bugs. Vor allem mit späteren Leveln. Wie schön, euch zu sehen. Ja, freue mich auch. Ich bin Bitnelt, der Fluchbringer. Tut mir leid. An diesem... Das einzig Ungewöhnliche, das mir in letzter Zeit aufgefallen ist, als ich sie darauf ansprach, sagte sie, sie sei wegen ihrer Zauberspruchforschungen dort gewesen. Damals schien mir die Erklärung ausreichend zu sein. Aha. Interessant. Bittnell, der Hauptmann der Wache, sagte, er sei in jener Nacht in den Straßen auf Streife gewesen. Er sagte weiter, er habe Chanel gesehen, die eine ganze Weile im Westturm des Schlosses zugebracht hätte. Aber als er sie darüber befragte, meinte sie, sie hätte dort nur einige ihrer magischen Forschungen gestellt. Das ist doch mal sehr interessant. Dann gehen wir nochmal nach Schloss Corol, eine große Halle. Und da haben wir noch zwei Personen, die wir hier befragen können. Wie geht's? Dum, 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 ich grüße euch, Ermittler. Tja, warum habe ich wohl einen Schlossschlüssel? Ja. Oh, hier sind ganz viele Leute. Hey, du. Sehr erfreut. Löffenweiger. Die Gräfin hält täglich von Mob, wenn ihr eine Audienz wünscht. Ja, komm, sammel ich Hinweise. Ich kümmere mich nur um den Thron und um Besucher. Ah. Aber unter uns, Orgnol verhält sich in letzter Zeit etwas seltsam. Seine Sauferei ist schlimmer geworden. Er schnorrt sich seit neuestem Geld für Schnaps zusammen. Von seinem Dienergehalt kann er sich diese Angewohnheit nicht leisten. Oh, echt schade. Ja, der eine hat ein Saufproblem. Super. Der Schlossherold erzählte mir, er beruft, dass Orgnolf ein Alkoholproblem habe. Lebt wohl. Und dafür ihr Geld bräuchte. Ihr jemand aus, der sich in schwerer Rüstung Hey, du. Was wollt ihr? Hinweise. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich an diesem Abend weder Chanel noch Orgnolf gesehen. Aha. Allerdings war ich in dieser Nacht die meiste Zeit auf meinem Zimmer. Auf meinen täglichen Spaziergang hatte ich wegen des starken Regens verzichtet. Aha. An Chanel und Orgnolf ist mir nichts Besonderes aufgefallen. Ich hatte ihn oben im Westturm beim Trinken erwischt. Westturm. Ich sagte ihm, dass ich es beim nächsten Mal der Gräfin melden würde. Er grummelte bloß und stimmte zu. Mhm. Er hat mich... Das ist aber schön. Orgrogoff erwähnte, er sei in jener Nacht wegen des Regens die ganze Zeit im Schloss gewesen, habe jedoch weder Orgnolf noch Chanel gesehen. Er meinte auch, er habe Orgnolf im Westturm beim Trinken ertappt. Als ich ihm angedroht habe, der Gräfin davon zu richten, habe Orgnolf anscheinend aufgehört. Wiedersehen. Aha. Wie kann es denn letzter Zeit schlimmer werden, wenn es heißt, dass es... Seid gegrüßt, mein Herr. Doch. Dass er doch aufgehört hat. Ne. Orgnolf, du komm mal her. So. Seid ihr... Seht mir in die Augen, wenn ihr mir an... Kennt ihr das Sprichwort? Wo selbst die Dädras sich nicht trauen zu gehen, sieht man den Dummkopf schon mit Freuden stehen? Nun. Hm. Oh ja, das...
Die Gräfin hat euch also angeheuert, das Gemälde zu... In der Tatnacht war ich in der großen Halle. Ich hatte einen Streit mit einem von Bravils Lieferjungen. Warum denn? Scheinbar ist sein Pferd diese Nacht im starken Regen ausgerutscht und die Ladung Portwein ist zu Boden gefallen. Oh. Bei dem Sturz sind fast alle Flaschen zerbrochen. Er wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Ich habe ihm aber Bescheid gestoßen und ihn fortgeschickt. Den Rest der Nacht war ich in meinen Gemächern und habe gelesen. Aha, ja, genau. Deswegen warst du auch im Westturm. Als mich nach der Fahrt Nacht erkundigte, erzählte Orgnolf, er habe einige Zeit in der großen Halle im Streit mit einem Lieferanten zugebracht, der einen kleinen Unfall mit einer Weinlieferung im Regen gehabt habe. Dann hätte er den Rest der Nacht auf seinem Zimmer verbracht. Der alte Orgnolf muss wieder an die Arbeit. Hier kann schon irgendwas nicht stimmen, und zwar ganz gewaltig nicht. Chanels Quartier, bei Fuß. Hallo,